Vielen Dank. Herzlichen Dank und guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin etwas überrascht über die Kameradichte, als ich hier reinkam. Ich habe den Herren gesagt, ich bin immer noch der gleiche Depp wie früher. Und es ging trotzdem weiter. Aber es ist meine Freude, heute hier zu sein. Es ist schön, mal wieder in der Heimat zu sein. Und es ist tatsächlich, für die, die jetzt schon zu spekulieren begonnen haben, es ist tatsächlich nur ein kurzer Abstecher. Ich bin jetzt noch 2 Tage hier. Es ist mit keinerlei Hintergedanken verbunden, sondern es ist wirklich tatsächlich nur der Ansatz, einen Debattenbeitrag zu einem Thema zu leisten, das mir sehr am Herzen liegt, wo ich in den letzten 3 Jahren sehr viel lernen durfte, lernen konnte und wo ich glaube, dass wir gut daran tun, ob das nun früher in der Politik der Fall gewesen wäre, wo ich mich viel zu wenig damit befasst habe, oder nun, wo man in der freien Wirtschaft wieder tätig sein kann, dass wir Verständnis aufbauen für einen Themenbereich, der uns, aber auch unsere Kinder mehr beschäftigen wird als manch anderes. Die transatlantische Beziehung liegt mir zwangsläufig am Herzen, das steht völlig außer Frage. Wenn man hierher kommt, wird man sehr viel gefragt über das Verhältnis zu den USA, die Befindlichkeiten in den USA, auch was Deutschland anbelangt. Ich werde dazu gerne auch etwas sagen, aber ich werde versuchen, auch die Verknüpfung hin zu Big Data als solches zu schlagen. Es ist ein Thema, wo man vor 2, 3, 4 Jahren wahrscheinlich nur ein ganz, ganz junges Publikum damit begeistert hätte, dann plötzlich merkt, wie alt man selber wird, obwohl man immer der Jüngste war. Wenn man über solche Themen geredet hat, dann wurden dann plötzlich die Teilnehmer immer jünger. In den USA schmeißt dann auch mal jemand den Joint eben schnell weg. Und es ist hier mittlerweile angekommen. Und es ist ein Themenkomplex, der, es kommt ein Wasser, war ja schon eins, ein Themenkomplex, der spannungsbeladen ist und der in dem letzten Jahr durch die NSA-Revelations nochmal eine zusätzliche Dramatik erfahren hat. Einen Punkt, den ich gerne noch in eigener Sache sagen wollte, es ist tatsächlich ein seltsames Gefühl, nach 3 Jahren Abwesenheit mal wieder in Berlin zu sein. Ein Ort, wo ich viele gute Erfahrungen gemacht habe. 12 Jahre durfte ich hier mit meiner Familie leben. Ein Ort, wo ich viele harte Erfahrungen durchgemacht habe, insbesondere am Ende. Für diese Erfahrungen bin ich heute durchgängig sehr dankbar. Ich bin nicht zwingend jedem dankbar, aber ich bin für die Erfahrungen als solche sehr dankbar und hatte eben auch die Möglichkeit, jetzt im Zuge dessen sehr viel über mich lernen zu dürfen, über meine Schwächen, über all das, was schiefgelaufen ist, aber auch über viele Stärken anderer, von denen dann man wieder auch zehren kann und das man mitnehmen kann und wo man sich entsprechend ein Leben auf der anderen Seite des Atlantiks aufbauen kann. Ich betone das nochmal, weil tatsächlich mit dieser Rede hier und heute keinerlei Ambition verbunden ist, in irgendeiner Form zügig nach Deutschland zurückzukehren, sondern immer mal wieder hier zu sein und wenn man gefragt und gebeten wird, vielleicht auch mal etwas zu dem ein oder anderen Thema zu sagen, aber sich tunlichst auch nicht in irgendwelche innenpolitischen Dinge einzumischen, sondern einem Thema nachzugehen, das, wie ich Ihnen schon gesagt habe, mir sehr, sehr wichtig ist. Ich will Ihnen heute zu dem Thema transatlantische Beziehungen, Big Data, ich glaube, wir hatten noch gesagt, Chaos und Ordnungspolitik ist noch Teil dieser Rede, würde ich Ihnen gerne 4 Fakten darlegen. Ich würde Ihnen gerne 4 Illusionen ebenso darlegen und am Ende Ansätze aufzeigen zur Stabilisierung. Das macht insgesamt 12 Punkte in 45 Minuten. 12 Punkte, das ist eine Erkenntnis, die ich überraschenderweise auch von niemandem abschreiben musste, sondern das kann man relativ gut und schnell zusammenrechnen. Und Punkte, die in der Stabilisierung des transatlantischen Verhältnisses letztlich dann münden sollen. Ich will mit den 4 Fakten beginnen. Und das erste ist tatsächlich jetzt nicht wirklich überraschend, der derzeitige Stand der transatlantischen Beziehungen aus der Sicht eines Deutschen, der heute in Amerika lebt, aber auch aus der Sicht eines, der, glaube ich, immer noch ein Gefühl dafür hat oder zu haben glaubt, wie die Deutschen derzeit über Amerika denken. Die NSA-Affäre hat tiefe Wunden geschlagen und ich glaube, dass diese Wunden lange Zeit noch anhalten werden und dass sie nicht nur mit ein paar schönen Reden oder einem hübschen Besuch im Rose Garden im Weißen Haus tatsächlich zu kitten sind, sondern dass hier sehr, sehr viel Arbeit noch ansteht und dass wir eine Form des Vertrauensverlustes haben auf beiden Seiten des Atlantiks, wohl mehr noch in Deutschland als in den Vereinigten Staaten, der weit über das hinausgeht, was wir beispielsweise im Jahre 2002 und 2003 im Zuge
des Irakkrieges hatten, was weit über das hinausgeht, was wir in Debatten oftmals auch schon in den 80er Jahren, in den 90er Jahren hatten, wo man immer das Gefühl hatte, dass zumindest auf der Arbeitsebene der Regierungen ein großes Maß an Übereinstimmung dann doch zu finden war oder wenigstens der Wille, sich möglichst schnell wieder anzunähern und Lösungen zu finden. Manchmal wurde auf relativ verwegenem Weg dann eine Lösung gefunden, indem dann, ich weiß nicht, Präsident Bush der Zweite dann angefangen hat, auf einer NATO-Veranstaltung Angela Merkel die Schultern zu kraulen. Ihre Begeisterung habe ich heute noch vor Augen, was das anbelangt. Aber das waren, auch wenn es banal klingt, das war ein Zeichen, dass es selbst in Momenten, wo es schwierig war, sich in der einen oder anderen Frage zu einigen, dass es zumindest auf der menschlichen Ebene funktioniert hatte. Das ist heute schwierig geworden. Es gibt einen relativ einfachen Grund dafür, dass auf der zweiten, dritten, vierten politischen Ebene in Washington immer weniger Verantwortungsträger sind, die tatsächlich noch eine europäische Erfahrung haben, die beispielsweise hier stationiert waren, das hat ja abgenommen auch in den vergangenen Jahren. Es immer weniger gibt, auch mit einem europäischen Hintergrund. Mehr und mehr junge Leute kommen aus Lateinamerika mit einem asiatischen Hintergrund oder lateinamerikanischen Hintergrund, also jetzt nicht aus Lateinamerika zwingend, aber mit einer anderen Tradition und wachsen in diese Administration hinein. Und es fehlt ihnen diese manchmal ja auch notwendige wahrscheinlich Romantik, Nostalgie und dieses ein Gefühl, das man entwickelt hat aus Erfahrungswerten, die man in Europa mitnehmen konnte. Und bei uns hat man eine jüngere Generation, die groß geworden ist mit auch teilweise berechtigten Widerstand gegen gewisse Einsätze, die gefahren wurden, damals Irak. Man hatte sich sehr breit, sehr kritisch gegen den Afghanistan-Einsatz aufgestellt. Und man hat schon auch in diesem, unserem Lande hier, in meinen Augen, das beobachte ich jetzt von außen, aber jedes Mal, wenn ich hier bin, wird das im Grunde nur verstärkt, mit einem durchaus florierenden Anti-Amerikanismus zu tun. Und einer, der manchmal gar nicht sehr begründet werden kann, sondern aber eine Gefühlslage darstellt, die in meinen Augen eher bedenklich ist. Das geht natürlich dann auch einher manchmal mit einer gewissen Scheinheiligkeit, aber mein Gefühl ist, dass der Anti-Amerikanismus gewachsen ist, sich nicht nur auf gewisse Regionen in Deutschland festmachen lässt, sondern auch in den Parteien heute zu finden ist, die traditionell näher dem transatlantischen Verhältnis stehen und man sehr schnell bei der Hand ist, Kritik zu üben und weniger den konstruktiven Vorschlag sucht, als erstmal die Abgrenzung. Das ist jetzt zunächst mal nichts Grauenvolles, wenn daraus wiederum ein Dialog entstehen würde, aber in dem Dialog hapert es eben auch an allen Ecken und Enden und damit hat auch die Gegenseite etwas zu tun. Eine amerikanische Regierung, insbesondere ein Weißes Haus, das in meinen Augen die wohl entkoppelteste Regierung ist, die wir seit Jahrzehnten in Amerika gesehen haben, was die Beziehungen und was das internationale Netzwerk, auch persönliche Beziehungen anbelangt. Präsident Obama, der mit einem enormen Hoffnungsvorsprung, insbesondere von unserer Seite gestartet ist, hat es kaum vermocht, dieses Beziehungsflechtwerk so zu stabilisieren, dass man, wenn es mal schwierig wird, einfach auch mal den Telefonhörer in die Hand nimmt und weiß, man hat einen Counterpart, dem man vertrauen kann und man kann gemeinsam Dinge dann entsprechend überbrücken. Das ist etwas, was man nicht nur auf der Ebene, auf der Spitzenebene immer wieder lesen kann und zu hören bekommt. Das gilt auch für sein Verhältnis zum eigenen Kongress. Es fällt ihm immer schwerer, irgendwelche Dinge dort noch durchzusetzen. Und was schon zu Hause nicht gelingt, wie soll das spielend über einen immer mal wieder doch sturmumtosten Atlantik gelingen? Also auch das ist eine Komponente, die zu dem transatlantischen Vertrauensverlust mit beiträgt. Man hat auf der einen Seite ja einen grassierenden Anti-Amerikanismus bei uns nochmal gefördert durch die NSA-Affäre. Man hat auf der anderen Seite eine amerikanische Regierung, die nicht besonders enthusiastisch wirkt, wenn es darum geht, eben solche gestörten Verhältnisse auch wieder mit aus eigenem Antrieb zu kitten. Das Verhalten des Präsidenten im vergangenen Jahr war dafür nur ein Beispiel von vielen, als es ihm bekannt wurde, offensichtlich ja schon im August, dass das wunderbare Handy von der Bundeskanzlerin abgehört wurde und er dann einfach zwei Monate wartete, bis die Medien es öffentlich gemacht haben. Und nachdem die Medien es öffentlich gemacht hatten, war es nicht er, der die Kanzlerin angerufen hatte, sondern es war die Kanzlerin, die ihn angerufen hatte.
Und da kann man sagen, früher wäre das im Zweifel nicht geschehen, sondern hätte man den Telefonhörer in die Hand genommen, hätte gesagt, I'm sorry, we messed up, let's fix it, in dem Moment im August, wo das geschehen war. Und das ist etwas, was in dieser Form nicht mehr stattfindet, das mögen Sie als simpel, als naiv bezeichnen, aber es ist etwas, was doch grundlegend zu funktionierenden internationalen, multinationalen Verhältnissen dazugehört und insbesondere, was letztlich Maßstab jeder Außenpolitik auch sein sollte. Hinzu kommt natürlich, dass es immer schwerer fällt, die amerikanische Außenpolitik tatsächlich auch in ein Schema einzuordnen. Jetzt kann man sagen, das machen sie, weil sie uns immer wieder überraschen wollen. Das kann auch sein. Aber es ist faktisch so, dass die Außenpolitik schwer, schwer berechenbar ist. So berechenbar wie ein Rubbellos, kann man heute sagen. Also man weiß wirklich nicht, was ist der Ansatz, der am morgigen Tage im Nahen Osten gesucht werden will. Wie ist das Verhältnis über den Pazifik tatsächlich gestaltet? Was macht man in der Frage der Geheimdienste etc.? Also das ist eine Gesamtgemengelage, die alles andere als vergnüglich ist. Ich spüre hier in Deutschland auf politischer Ebene den Willen zur Schadensbegrenzung, insbesondere im Bundeskanzleramt. Aber es hat bislang nicht wirklich in der Hinsicht gegriffen. Und anstatt auf beiden Seiten, auf allen Ebenen, gesellschaftlich, politisch, auch in der Wirtschaft mehr auf Lösungen zu drängen, werden die Dinge teilweise wild miteinander vermengt und wild miteinander vermischt. Wird dann die NSA mit den großen Konzernen, sei es Microsoft, sei es Google, sei es Facebook, sei es Amazon, ich darf hoffentlich in diesen heiligen Hallen von Microsoft auch diese Namen in den Mund nehmen, werden dann munter miteinander vermischt. TTIP, das transatlantische Handelsabkommen, wird einfach mal schnell in Geiselhaft genommen. Ebenso Abkommen zwischen den USA und Europa wie Safe Harbor sind Geiseln letztlich einer Debatte über die NSA, alles in einem großen Topf, in einem großen Korb einmal umgerührt und daraus ein transatlantisches Verhältnis gezimmert. Das reicht sicher nicht zur Lösungsfindung. Und die Konsequenz dieses Misstrauens, und das ist das zweite Faktum, das ich gerne besprechen will, ist, dass eine ohnehin sehr fragile Architektur eines globalen, eines offenen Internets mittlerweile unter enormen Druck steht. Und wenn man das Misstrauen noch mal festmachen wollte, so ist es nicht nur ein Misstrauen, das sich auf der Regierungsebene abspielt, sondern das sich natürlich auch zwischen privater und öffentlicher Hand mittlerweile abspielt, auch umgekehrt, wo man das Misstrauen auch ansetzen kann bei den jeweiligen Bevölkerungen gegenüber der eigenen Regierung. Das ist noch nichts wirklich Überraschendes und Neues, aber das kommt in der Fragestellung noch mal dazu. Ein Misstrauen, aber auch gegenüber den Regierungen der anderen Länder. Also wenn man so will, eine ganze Kaskade von Misstrauensmustern, die ineinandergreifen, die natürlich immer schwerer lösbar sind. Und dann wird das Ganze festgemacht an der Idee oder am Internet als solchen. Wenn man es historisch vergleicht, ist es wohl heute der bedeutendste Marktplatz für Innovation, für Ideen und auch für Handel. Aber die Offenheit und das globale Element wird zumal von unserer Seite hier, von Europa aus, doch sehr, sehr deutlich in Frage gestellt. Die tollsten Ideen schießen ins Kraut. Man hört von einer European Cloud, man hört von einem Schengen-Routing, man hört von, es wird immer bizarrer, von einer Unterwasserleitung zwischen Europa und, man höre und staune, Brasilien. Das mag jetzt in diesen Tagen, wo man die wildesten Fußballmetaphern hört, natürlich wahrscheinlich angesagt sein. Ich werde Sie damit verschonen, wird von meiner Seite nichts kommen. Aber all das sind Ansätze, die zu dem beitragen, was einige klugerweise in meinen Augen die Balkanisierung des Internets genannt haben. Und was ich noch mal mit einer anderen Begrifflichkeit gerne belege, nämlich, dass ich von Datenseparatisten spreche, die in meinen Augen einer Lösung nicht näher kommen, sondern sie eher in weitere Ferne stellen. Ich werde aber nachher dazu noch mal im Einzelnen etwas sagen. Drittes Faktum, eines, das Sie sowohl in Europa finden, als auch in den USA, als auch in Brüssel, ein vollkommenes Zuständigkeitschaos. Also die Frage, wer löst diese Problemstellungen, vor denen wir uns befinden. Wer ist derjenige zuständig, den man mit der Frage Big Data betrauen kann, den man mit der Frage der Lösung gewisser NSA-Problematiken letztlich auch an solche Dinge ansetzen kann? Wenn Sie hier zu uns blicken und die Internetzuständigkeit unserer Regierung sich anschauen, dann könnte man Herrn de Maizière nennen, dann könnte man Herrn Maas nennen, dann könnte man Herrn Gabriel nennen, dann ist
Selbst der Verkehrsminister fühlt sich zuständig fürs Internet. Wenn es um Cybersecurity geht, wird Frau von der Leyen noch tätig werden, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Wo ich übrigens auch an der Stelle sagen will, dass ich finde, dass sie ihre Sache gut macht. Das darf ich gegenüber meiner Nachfolgerin einmal sagen in diesem Amte. Und der Letzte, der sich, oder der Erste, es hängt immer davon ab, wer als Erster springt, wenn es um diese Themen geht, wird dann auch noch Herr Steinmeier sein. Also das ist schon eine bemerkenswerte Internet-Zuständigkeits-Kombo, die wir alleine hier in Deutschland haben. Und wer sich dann wundert, dass wir in vielen Fragen den Entwicklungen und der Innovationskraft in der Industrie regulatorisch nur noch hinterherhecheln, weil wir im ersten Moment damit zu tun haben, Abstimmungsprozesse innerhalb der eigenen Regierung darzustellen, es kommt nicht überraschend. Das Gleiche gilt für Brüssel. In Brüssel wird es kaum einen Kommissar geben, der sich nicht in irgendeiner Form mit diesen Fragen befasst sehen muss oder zuständig sieht. Und in den USA ist es auch nicht wirklich anders. Nochmal erschwert durch ein unglaubliches Spektrum an Zuständigkeiten, die man etwa im Geheimdienstbereich sieht, wo es sich nicht auf einen Dienst beschränkt, sondern wo man plötzlich mit 16, 18 unterschiedlichen Diensten zu tun hat, mit den jeweiligen Eitelkeiten, die dann auch noch ins Feld schießen. Also sind viele Punkte, die hier zusammenzufassen sind und die diametral gegen das Tempo der Innovation im privaten Sektor stehen. Und dadurch kommt es am Ende des Tages oder meistens schon zu einem gewissen Zeitpunkt, wo manche gar nicht damit rechnen, kommt es dann zu Panikreaktionen aus Regierungen heraus oder es kommt zu einer Regulierung, die nahezu versteinzeitlich wirkt, weil es so lange dauert, bis eine Reaktion auf eine gewisse Innovation als solches kommt. Und das kommt natürlich in jeglicher Hinsicht dann wie ein Nackenschlag für die ein oder andere Firma, die sich bereits neu aufgestellt hat und in ihrer Innovation versucht, dann weiterzutreiben. Also das Zuständigkeitschaos ist offensichtlich und es ist nicht eine rein deutsche Eigenschaft, sondern das finden Sie quer durch Europa, aber insbesondere auch in Brüssel. Und ein viertes Faktum, das ich Ihnen gerne nennen will, ist eine Entwicklung, von der ich glaube, dass sie zu wenig diskutiert und zu wenig beachtet wird, aber die uns zu einem gewissen Punkt noch gewaltig um die Ohren fliegen könnte oder um die Ohren fliegen kann. Das ist eine Entwicklung, die einhergeht mit einer Machtverschiebung von der öffentlichen Hand hin zur Industrie. Eine Machtverschiebung, die mit der Verschiebung von Informationen von der öffentlichen Hand zur privaten Hand zu tun hat. Ich nenne das immer etwas flapsig von Government zu Googlement. Wobei ich das nicht alleine an der Firma Google festmachen will, der Blitz wird mich wahrscheinlich gleich treffen von gegenüber der Straße, sondern es gilt für mehr oder weniger alle großen Firmen in diesem Bereich. Diese Entwicklung ist als solches per se nichts Negatives. Es ist nicht etwas, was uns jetzt tiefe Sorgenfalten ins Gesicht treiben sollte oder treiben müsste, sondern es ist etwas, womit man umgehen könnte, wenn man es auch entsprechend begreifen würde. Und ich glaube, diese Debatte ist eine, die wir führen müssen, weil es geht nicht alleine um die Fähigkeit der großen Konzerne, Daten zu sammeln, Daten zu speichern, die Daten dann entsprechend auch zu nutzen, sondern es geht ganz wesentlich um die Frage, wer hat nicht alleine die meiste Information, sondern wer hat die am weitesten entwickelte Fähigkeit, diese Information so zu nutzen, dass es letztlich auch zu einer Verschiebung der Einflusssphären kommt. Und ich werde nachher einige Beispiele bringen, von denen, wo ich davon ausgehe, dass wir mittlerweile wirklich eine Verschiebung in diesem Bereich haben, wo wir mehr und mehr Private Sector Players, das ist etwas, was man verliert, die Fähigkeit, deutsche Worte anständig auszusprechen, wenn man zu lange in diesem anderen Land dort drüben ist. Also wo man in der Industrie heute mehr und mehr Spieler findet, mehr und mehr Beteiligte findet, die sich zu Hybridformen herausbilden, die sowohl den öffentlichen als auch den privaten Bereich mit abdecken. Und das ist etwas, wo ich sage, ich glaube, wir müssen ein Gefühl dafür entwickeln, dass klassische öffentliche Tätigkeitsfelder mehr und mehr von den großen Firmen auch übernommen werden. Und die Frage ist, begegnen wir dem wieder mit einem regulativen Aufschrei
oder ist es etwas, was man gemeinsam zu gestalten bereit ist, nämlich als eine Regierung, in einer internationalen Kooperation, oder ob man es in der Form ignoriert und irgendwann überrascht wird und die Überraschung eine ist, die einen, glaube ich, nicht gut ins Gesicht stehen kann und Gesicht stehen wird. Die geopolitische Landschaft verändert sich komplett durch diese Verschiebung. Wir sind heute in dem gesamten Bereich nicht mehr an Grenzen gebunden. Das ist eine Binsenweisheit, aber eine, die oftmals auch noch nicht so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen werden sollte. Und es gibt disruptive Effekte mittlerweile nahezu jedem Industriezweig und dann immer wieder die Reaktion der Regierung, der Regulierungsstellen dann entsprechend danach. Das ist übrigens ganz interessant. Ich habe mir überlegt, ob es überhaupt ein deutsches Wort für Disruption gibt. Und ich habe gesucht und geguckt und es ist in unserem Wortschatz nicht vorhanden. Auch das gibt im Grunde ein interessantes, zeichnet ein interessantes Bild dahingehend, wie sehr wir uns im Grunde mit dieser Dynamik auseinandersetzen. Disruption, eine Erfindung aus dem Technologiebereich, die klassische Felder neu aufstellt, sei es im Finanzwesen, sei es in dem, was ich vorhin von der öffentlichen Hand versucht habe zu benennen, sei es in vollkommen anderen Bereichen. Jeder Industriezweig wird mittlerweile von neuer Technologie nicht zwingend in Frage gestellt, aber neu aufgestellt. Dafür haben wir keine deutsche Entsprechung für dieses Wort Disruption. Und ich glaube, allein das zeigt, dass wir uns in mancherlei Hinsicht vielleicht auch hier noch etwas breiter aufstellen sollten und aufstellen könnten. Warum ist es nicht die Regierung und ein Government heute mehr, das tatsächlich die Kraft und die Macht ausüben kann, die wir früher gewohnt waren, sondern mehr und mehr eben diese großen Firmen, seien sie nun Google, sei es auch Microsoft, sei es andere. Ich sage nochmal, das muss nicht schlecht sein. Zum einen ist es klar, dass eine Regierung zunächst einmal ihrer Bevölkerung oder gegebenenfalls einer Allianz verpflichtet sind. Der Wahlkreis von Firmen ist global, wenn man es in Anführungszeichen einen Wahlkreis nennen will oder kann. Die Verpflichtung gegenüber Shareholdern ist etwas, was seit Jahren entsprechend diskutiert und argumentiert wird. Zum Zweiten haben wir eine fortschreitende Hegemonialstellung gewisser Firmen in Technologiefeldern, ob das nun Kommunikationstechnologiefelder sind oder ob es entsprechende Suchfunktionen sind oder Ähnliches, aber diese Hegemonialstellung besteht und sie wird nicht alleine durch das Kartellrecht zu brechen sein. Zum Dritten haben wir ja sicherlich eine Selbstbeschränkung westlicher Regierungen im Umgang mit Daten. Die USA sind hier eine gewisse Ausnahme, was die NSA anbelangt, und eine Selbstbeschränkung, die sicher weitergeht als die Regulierung in den Private Sector, obwohl der Private Sector sich mit gutem Grund darüber beschwert, über das ein oder andere. Stichwort Internet of Things. In diesem Bereich liegt ein enormes Datennutzungspotenzial der ITC-Industrie. Und ich glaube, auch hier hat man sich auf der Ebene der Politik noch nicht genügend Gedanken gemacht, wie man dem begegnen kann und begegnen soll. Und schließlich müssen wir auch, um die Kraft und die Stärke des privaten Sektors tatsächlich bemessen und ermessen zu können, müssen wir uns das wirtschaftliche Potenzial von Big Data noch mal deutlich machen. Und hier gibt es eine Annäherung von Europa beispielsweise. Vivian Redding hat Zahlen gebracht, das ist ihre beste Freundin bei Microsoft, wie ich weiß, aber die Zahlen sind trotzdem relativ bezeichnend. 2011 waren nach Erkenntnissen der Kommission die Daten der EU-Bürger etwa 350 Milliarden Euro wert. Bis zum Jahre 2020 sollen diese Daten etwa 1 Billion Euro wert sein. Das zeigt einfach mal auch, welche wirtschaftliche Kraft darin liegt. In den G20-Ländern wird sich zwischen den Jahren 2010 und 2016 die Internet-Economy nahezu verdoppelt haben. Nochmal mit 32 Millionen zusätzlichen Menschen in diesem Bereich die Beschäftigung finden werden. Und auf Internet basierende wirtschaftliche Aktivitäten in diesen G20-Ländern werden im Jahr 2016 4,2 Billionen Dollar betragen. Das sind Zahlen, die von der Boston Consulting Group kommen und von dem World Economic Forum.
Ich versuche natürlich aus gutem Grunde sauber zu zitieren, meine Damen und Herren, nicht, dass mir hier irgendwas auch noch vorgeworfen werden könnte oder würde. So, wenn man nun diese Zahlen sieht, wenn man sieht, wie stark und wie ausgeprägt das Potenzial in diesem Bereich ist, wie langsam, zwanghaft langsam das Tempo derjenigen ist, die es regulieren sollen, daran sieht man, dass in diesem gesamten Bereich Big Data nicht nur transatlantisch mehrere Züge aufeinander zurasen, sondern sie das auch national tun und auch im europäischen Bereich. Und die Frage ist, wie man denen am Ende des Tages begegnen soll. Einer der Punkte, wie man ihm begegnen kann, und damit starte ich mit der ersten Illusion, die ich nennen will, meine Damen und Herren, ist die Idee einer europäischen oder einer deutschen Cloud. Sensationell. Ich frage mich, ob wirklich einer glaubt, ob man mit einer Cloud oder einem Schengen-Routing, das in dieser Form separat aufgestellt wird, irgendjemanden, der Wirtschaftsspionage betreibt oder ähnliche Lumpereien plant, tatsächlich davon abhalten kann. Oder ob man einen Geheimdienst auf dieser Erde davon abhalten kann, tatsächlich trotzdem seine Informationen zu finden und zu suchen. Wir haben mit sehr vielen Sicherheitsexperten in diesem Bereich gesprochen und sie alle haben gesagt, im Grunde ist der Unsicherheitsfaktor eines fragmentierten Internets bei weitem höher als der eines solchen, dass man sicherlich mit Kompetenzen, die sich im technologischen Bereich befinden, auch dann anpasst, aber als das, was derzeit besteht. Eine europäische Cloud würde nach breiter Erkenntnis mittlerweile zu enormen Opportunity Costs für die Wirtschaft führen, und zwar für solche, die eben das Internet als solches auch nutzen wollen, die sich umstellen müssen in diesem Fall. Und wer mit einer europäischen Cloud glaubt, unserer exportorientierten, zumal deutschen Wirtschaft einen Gefallen zu tun, hat sich in meinen Augen auch geschnitten. Ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit Europas, kann man ein dickes Fragezeichen dahinter setzen. Auch die, die sagen, gut, wir müssen das machen, um endlich ein europäisches Gegengewicht zu entwickeln, zu Microsoft, zu Google, zu Facebook, zu Twitter, name them. Da muss man schon auch viel Gottvertrauen und Innovationsvertrauen in das mitbringen, was hier in Europa tatsächlich geschaffen wird. In Kürze wird das nicht auf die Beine zu stellen sein. Und ich glaube, dass wir hier auf Dauer weiter hinterherhinken werden, weil es uns auch an solchen Regionen fehlt, wo Innovation tatsächlich sich dann auch im breiten Verbund zwischen akademischen Ansätzen, zwischen der Wirtschaft, die entsprechend hinein investiert, dann auch entfalten kann. Und da gibt es entsprechende Hubs an der Ostküste mit Boston, mit dem MIT und mit anderen, die dort zusammenarbeiten. Es gibt Seattle, das ist natürlich ihr Stronghold, und es gibt das so oft beschriebene Silicon Valley. Das ist ein Niveau, das werden wir auf lange Sicht hier nicht erreichen. Es ist sicherlich richtig, es anzustreben, aber zu sagen, wir machen jetzt erstmal hier dicht und machen eine europäische Cloud und dann machen ein Schengen-Routing, das, Klammer auf, sicherlich für die Telekom, Deutsche Telekom, etwas Wundervolles ist, Klammer zu, aber es wird uns nicht auf Augenhöhe bringen mit denen, denen wir gerne auf Augenhöhe begegnen wollen. Wer glaubt, mit einer europäischen Cloud würden Auslandsinvestitionen nach Europa erleichtert, hat sich auch geschnitten. Es wird alles schwieriger in diesem Zusammenhang. Und viele unserer Firmen, auch in unserem Lande, viele Start-ups haben zunächst einmal auch den Anspruch, nicht nur in Europa zu realisieren, sondern irgendwann eben auch global tätig werden zu können. All das wird nicht erleichtert durch eine Fragmentierung des Internets, es wird nicht erleichtert durch eine Balkanisierung des Internets, sondern indem man Lösungen findet, die sich am gesamten Bereich mit auslösen. Also ich bin, das dürfte mittlerweile, glaube ich, klar geworden sein, kein enthusiastischer Verfechter dieser Idee, die nicht nur in der Politik zu hören war, sondern auch in anderen Kreisen. Und ich glaube, wir sollten zunächst einmal schauen, dass wir das ja auch noch nicht gemacht haben, dass wir unser europäisches Haus in Ordnung bringen, auch was Datenschutzrichtlinien und ähnliche Dinge anbelangt, bevor wir über solche Dinge zu träumen beginnen, von denen wir, glaube ich, was die Erfolgsaussichten anbelangt, weit, weit entfernt sind. Zweite Illusion, meine Damen und Herren, ist der wiederholte Satz, immer wieder wiederholte Satz: Wir werden es schaffen, unsere Forderungen, die wir haben gegenüber den USA, sei es jetzt im Big-Data-Bereich insgesamt, im Geheimdienstbereich, in all das, in den TTIP-Verhandlungen durchzusetzen.
Also auch da muss man gerüttelt Maß Optimismus mitbringen. Und ich glaube, mit Optimismus ist es alleine nicht getan. TTIP ist ein, nach meiner Überzeugung, unglaublich wichtiges Projekt, eines, das weiterhin, sei es auf dieser Seite und auf der anderen Seite des Atlantiks, nicht in der Form diskutiert wird, wie man es positiv diskutieren könnte oder auch diskutieren sollte. Aber es ist fern jeder Umsetzung derzeit. Und das ursprünglich mal sehr ambitionierte Vorhaben, das Ganze im Jahre, in diesem Jahre, Anfang nächsten Jahres schon entsprechend auf den Weg gebracht zu haben, ist fern, absolut fern, fern der Realität. Und wir haben nicht nur ein wachsendes Misstrauen jetzt auf unserer europäischen Seite, dass langsam die Lobbygruppen beginnen zu begreifen, ja, das könnte ja möglicherweise in diesen oder jenen Bereich meines Handelns eingreifen, sondern wir haben hier auch die Versuche, heute glaube ich ganz aktuell, dass einige Ausschüsse aus unterschiedlichen europäischen Mitgliedstaaten, Europaausschüsse, deutlich gemacht haben, dass sie als Mitgliedstaaten beteiligt werden wollen an der entsprechenden Umsetzung, Ratifizierung, wie auch immer, was auch immer dann ins Spiel kommen mag. Damit könnte man, glaube ich, getrost noch ein paar Jahre dranhängen, bis das geschehen ist. Auf der anderen Seite des Atlantiks haben sich auch mittlerweile Gruppen formiert, die sehr, sehr stark nicht nur in Agrarfragen, sondern gerade auch in den Bereich, was Datenaustausch, Datennutzung, Datenmissbrauch etc. anbelangt, die sich dort auf die Hinterbeine stellen werden. Und zu glauben, dass man in einer solchen Situation sagen kann, gut, dann hängen wir aber dieses oder jenes Thema auch noch dran, sei es das Abkommen und dieses und das und jenes, bloß weil wir uns bitter enttäuscht, ja, von einem unsäglichen Verhalten der NSA zeigen, wird für TTIP, in meinen Augen, am Ende des Tages eine Beerdigung erster Klasse bedeuten. Im besten Falle kommen wir mit einer Verzögerung, die nicht unerheblich sein wird, zu einem Kompromiss. Ich hoffe, dass man sich eines Besseren besinnt, aber derzeit ist man weit von einer zeitnahen Lösung entfernt. In den USA übrigens ist die Stimmungslage nicht nur in den Lobbygruppen relativ fatal gerade, sondern wir haben das Ganze ohnehin politisch auf Eis gelegt, weil die Midterm-Elections dieses Jahr anstehen. Da traut sich weder einer, der jetzt im Senat zur Wiederwahl ansteht, noch im Repräsentantenhaus, traut sich da, seine Pfoten zu verbrennen. Und nach den Midterm-Elections geht ein zu erwartender, heißer Primary-Wahlkampf schon los. Das wird nicht lange dauern, was die Nachfolge von Barack Obama anbelangt. Und die traditionellen Vertreter von Freihandelsabkommen, selbst die stehen mittlerweile massiv unter Druck. Also TTIP ist leider weiter am Horizont mittlerweile sichtbar, weiter hinten am Horizont sichtbar, und gleichzeitig wird es für Themen missbraucht, die dort nichts zu suchen haben. Dritte Illusion. Immer wieder gerne kommt, naja, wir finden doch für all dieses Lösungen, weil wir doch so auf unseren geteilten Werten aufbauen, zwischen den USA und Europa. Ich habe mich in dem vergangenen Jahrzehnt, in dem ich ja auch etwas politisch tätig sein durfte, habe ich mich gegen diese Einschätzung immer gewehrt. Ja, wir haben geteilte Werte, aber wir sollten diesen Ansatz nicht überstrapazieren. Wir haben signifikante Unterschiede. Und ich glaube, es würde den transatlantischen Beziehungen nicht schaden, wenn man sich dieser Unterschiede einmal annehmen würde. Und wenn man basierend auf einer Definition und auf einer klaren Nennung dieser Unterschiede dann versucht, Lösungsoptionen zu entwickeln. Gemeinsame Werte würde ja auch heißen, dass wir etwa dieses Konfliktpaar Privatsphäre und Sicherheit sehr ähnlich sehen würden. Und das ist mitnichten der Fall. In den USA, laut Umfragen, sind die Menschen sehr viel eher bereit, auf gewisse Formen der Privatsphäre zu verzichten, um letztlich ein höheres Maß an Sicherheit wahrnehmen zu können. Das ist bei uns ganz anders hier. Und natürlich spielt immer noch eine gewisse Post-9-11-Hysteria hier und dort mit hinein, aber es ist eine vollkommen andere Befindlichkeit. Und allein der Ansatz, wie man mit diesen beiden Werten umgeht, kann nicht darauf gegründet werden, dass man sagt, naja, wir haben gleiche Werte, sondern da muss
ganz, ganz scharf und zielgenau müssen da die Unterschiede herausgearbeitet werden und eher mal der kleinste gemeinsame Nenner formuliert werden, bevor man wieder nach den Sternen greift und glaubt, all das könnte man letztlich in einen Topf hineinwerfen. Und ich meine, die ganzen Debatten um die Waffengesetzgebung, um das Gesundheitssystem etc. haben gezeigt, dass wir uns auch in anderen Werten eher ein Stück weit auseinander bewegt haben oder traditionell schon auseinander sind, als dass man es wieder zusammenfassen könnte. Dies als eine dritte Illusion. Und die vierte Illusion ist, was mir gerne entgegengehalten wird, wenn ich diese Shift of Power, Shift of Information, Government, Googlement Geschichte sehe, dass alle sagen, das ist ja alles nicht so schlimm, der Staat hat ja noch absolute Kernbereiche des Handelns, das nie von dem Privatsektor in irgendeiner Form angegriffen werden könnte. Und dann frage ich meistens, um welche Beispiele geht es Ihnen denn dann? Und dann ist das erste Beispiel, das genannt wird, aus gutem Grunde, dass man sagt, Geheimdiensttätigkeit, klassisches hoheitliches Handeln und eines, wo man, ob man das nun mag oder nicht mag und überzieht oder nicht überzieht, überzieht wie bei der NSA und zwar drastisch überzieht oder etwas milder überzieht wie bei uns, weil auch hier ist nicht alles gut, was gelegentlich in dieser Debatte stattgefunden hat. Die Scheinheiligkeit war übrigens auch auf beiden Seiten des Atlantiks während der NSA-Geschichte eher bezeichnend und bemerkenswert. Aber wenn man es mal herunterbricht und fragt, ist es tatsächlich heute rein staatliches Hoheitsfeld, kann aus meiner Erfahrung nur sagen und aus vielen Gesprächen, die wir geführt haben, kein Geheimdienst könnte heute so funktionieren, wie er funktioniert, wenn er nicht gleichzeitig die Möglichkeit hätte, auf Big Data auch aus dem Private Sector entsprechend zurückzugreifen. Ob das nun auf richtige Weise geschieht, indem man entsprechende Justizschranken dazwischen stellt oder ob es auf die Weise geschieht, wie sich gerade Ihre Firma, Herr Tesch, streitet mit der amerikanischen Regierung. Das mag zunächst mal dahinstehen, aber geheimdienstlicher Erfolg in der Zukunft ist nicht alleine auf der Datensammlung von NSA oder anderen zu begründen, sondern in dem Zusammenspiel beider zu sehen. Das Gleiche gilt für das große Feld Cybersecurity. Das wird gerne als zweiter Grund genannt. Ein Staat alleine wird nicht für Cybersecurity aufkommen können. Das ist heute zunächst einmal ein zwingendes Feld vom Mittelstand bis hin zur Großindustrie in unserem Lande, übrigens noch dramatisch unterschätzt in seinen Auswirkungen. Und hier ist man geradezu zwingend angewiesen auf die großen ICT-Firmen, ihre Erfahrungswerte, auch neue aufstrebende Firmen im Bereich Cybersecurity. Und der Staat selbst, wenn es um seine eigene Cybersecurity geht, wenn es darum geht, Angriffen von Hackern, von anderen Staaten entgegenzuwirken, von irgendwelchen Spinnern, mögen sie hier und dort sein, wird sich auch nicht alleine auf seine Kapazitäten verlassen können. Ich kann nur sagen, dass wir beispielsweise in der Zeit, als ich noch im Amt sein durfte, dass wir geradezu dramatisch understaffed, also unterrepräsentiert waren mit unseren Experten, die wir dort sitzen hatten, und die wenigen Talentierten, die wir hatten, die wurden dann auch mit relativer Lichtgeschwindigkeit abgeworben von denjenigen, die sie dann wiederum im privaten Geschäfte gerne gesehen haben. Also auch das ist etwas, was ohne Kooperation zwischen öffentlicher Hand und privater Hand künftig nicht funktionieren wird. Also sollte man sich dieser Frage offen stellen. Dann sagt man, gut, es gibt klassische Tätigkeitsfelder öffentlicher Hand, wie den Polizeidienst, es gibt den öffentlichen Personennahverkehr, gut, das ist in Berlin nochmal eine andere Frage, es gibt das Betreiben von gewissen Netzen, die in öffentlicher Hand bleiben sollten. All das sind hochreizvolle Entwicklungsfelder für Start-ups, für bestehende große Firmen in diesem Bereich, für andere. Die amerikanische Polizei greift heute schon im großen Maße auf Big Data Analysen von privaten Firmen zurück. Also es ist, und das Gleiche gilt für, wie ich vorhin schon gesagt habe, Geheimdiensttätigkeiten. Es gibt eine interessante Firma in den USA, die sogar von einem Deutschen entsprechend geleitet wird, Palantir, die genau solche Tätigkeiten vornimmt. Es wird halt nicht drüber gesprochen, aber es wird entsprechend wahrgenommen. Und dann sagt man, letztes Kernelement staatlichen Handelns ist Geldmarktpolitik, da wird uns nie jemand reinfunken. Kontrolle der Finanzmärkte, auch da wird niemand kommen, der uns das Leben schwer macht. Da kann ich nur sagen, weit man zahlt, da werden relativ viele kommen und die sind auch schon unterwegs.
Und da geht es nicht nur um die Frage Bitcoins und da geht es nicht nur um die Frage, ob jetzt irgendwelche Cryptocurrencies hier oder da entworfen werden, wobei die auch ein ganz gutes Beispiel sind, sondern es gibt viele, viele, viele Firmen, die mittlerweile das gesamte Transaction Banking einmal neu entwickeln, neu schreiben. Das führt zu großer Begeisterung bei den alten, etablierten, großen Unternehmen in diesem Bereich, die Großbanken, die natürlich auch teilweise als schwerfällige monolithische Blöcke dort stehen, sind nicht nur begeistert. Und bei Geldmarktpolitik, jetzt komme ich mal zu dem Beispiel Bitcoin oder eine andere Cryptocurrency wie Ripple oder ähnliches. Wenn von denen einer auf die Idee kommt, mal zu sagen, gut, fragen wir nach einer Banklizenz, dann wird die ihnen möglicherweise nicht gegeben in den USA, weil sie die dann in jedem einzelnen Bundesstaat bräuchten. Und dann wird ihnen das Leben dort noch schwer gemacht. Dann sagen sie, gut, dann gehen wir halt nicht in die USA, sondern dann gehen wir vielleicht nach Europa, Luxemburg. Übrigens auch das, ganz kurze Fußnote. Oh Gott, das für Fußnote muss ich vorsichtig sein. Aber eine kurze Ergänzung in dem Fall. Mehr und mehr amerikanische Firmen übrigens im Zuge des NSA-Skandals überlegen sich gerade, ihre Headquarters in Europa aufzustellen, auch für ihren Outreach in andere Teile dieser Erde, um diesem Misstrauen in irgendeiner Form entgegenzuwirken. Aber nochmal zurück auf die Frage Geldmarktpolitik. Eine Firma, eine Cryptocurrency wie Bitcoin, die plötzlich sagt, gut, wir machen eine Banking-License, eine Banking-License, die sie in den USA nicht bekommen, die können sagen, es ist uns eigentlich vollkommen wurscht, ob wir in Kalifornien sitzen, ob wir in Singapur sitzen, ob wir in Bolivien sitzen, sondern machen wir es eben von dort aus. So, dann denkt man einen Schritt weiter und sagt, warum eine Banklizenz? Ja, um möglicherweise über eine Banklizenz dann auch in Credit Creation, also Kreditschöpfung hineinzugehen. Über Kreditschöpfung geht man in die klassische Geldschöpfung hinein, die außerhalb der Zentralbanken stattfindet. Wenn man in diesem Bereich drin ist, beginnt man langsam, aber relativ zielsicher, sich einzumischen in Kernbereiche von Zentralbanken. Aus einer Cryptocurrency heraus. Und es gibt nicht wenige Köpfe, die sich exakt das gerade überlegen. Und findet eine Debatte darüber statt? Kaum. Also das ist etwas, wo ich auch sage, ein weiteres Beispiel, Government to Googlement, sehe mir diesen Begriff nach, aber wo sich ein klassisches hoheitliches Tätigkeitsfeld mehr und mehr auf den privaten Bereich übertragen wird und wo im Zweifel Regulierung einmal mehr zu spät kommen wird. Und letztes klassisches Betätigungsfeld, Außenpolitik. Kann man sagen, gut, hier kommt es immer noch auf Herrn Steinmeier an oder auf die Lust und Laune der Kanzlerin durch die Welt zu fahren und das bitte selbst zu betreiben. Auf der gleichen Seite oder im selben Abendzuge ist Eric Schmidt unterwegs mit seinem Privatflieger und versucht einfach mal Nordkorea nach seiner Lesart zu lösen. Stellt sich die begabtesten Köpfe an, die sich im State Department befunden haben, im Pentagon und anderen, schafft ihnen eine Plattform, nennt das Ganze Google Ideas und sagt, hier habt ihr eine Spielwiese, um mal den internationalen Terror entsprechend entgegenzutreten. Hier habt ihr eine Spielwiese, um die Frage Syriens mal alleine mit der Kraft von Big Data zu beantworten und zu betrachten. Das sind klassische Felder der Außenpolitik, von denen fragt niemand das amerikanische Außenministerium, ob sie das gerade machen dürfen oder machen können. Das wird einfach gemacht. Und wenn Sie heute Facebook nehmen als Beispiel, was 2,6 Milliarden Menschen dieser Welt in irgendeiner, mit, die 2,6 Milliarden dieser Menschen auf dieser Welt haben einen Facebook-Account in irgendeiner Form. Wenn Sie dort heute alleine mit den Daten, die Sie als Firmen haben, und mit dem Zugang, den Sie als Firma haben, auf eine solche Masse von Menschen gezielt eine Nachricht setzen wollen, können Sie eine Regierung innerhalb von einer Nanosekunde im Zweifel stürzen mit einem Knopfdruck. Und Gott sei Dank spinnt von denen noch keiner. Aber ob das auf Dauer auszuschließen ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und mehr wird auch die Frage außenpolitischer Wirkkraft in diesen Firmen diskutiert. Wir haben relativ regelmäßig mit diesen Firmen zu tun und es ist interessant, wie weit und wie viel sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Also was ist zu tun? Das waren jetzt 4 Fakten und 4 Illusionen. Wahrscheinlich müsste man 20 bringen. Es musste eine Auswahl sein. Welche Schritte sind anzugehen? Um zum einen diesem Misstrauen zu begegnen und zum anderen diese Entwicklung, wenn man so will, zu nutzen, um das transatlantische Verhältnis einigermaßen wieder auf die Spur zu bringen und
um letztlich eine Vertrauensbasis zu schaffen, die auch von unserem Lande ausgehen kann und ausgehen sollte. Zunächst mal der Firmensektor oder die Firmen. Ich habe das Gefühl, dass gerade hier in Deutschland viele der großen Firmen noch etwas mehr machen könnten. Es gab interessante Ansätze, auch von Ihnen mit den Data Centers, mit den regionalisierten Data Centers und Ähnliches. Bloß auch da muss man aufpassen, dass das nicht sofort von dieser European Cloud Idea absorbiert wird, sondern dass man eine Lösung findet, die letztlich die Breite als solche zulässt. Aber den Menschen klar das Gefühl zu geben in diesem Lande, welche Informationen sie sammeln, zu welchem Zwecke sie sie sammeln, wem sie diese Informationen letztlich geben, wenn sie sie irgendjemandem geben müssen, wie lange sie diese vorhalten, diese Informationen. Das läuft immer so wunderbar unter dem Begriff, bitte doch mehr Transparenz, weil das auch so ein sehr modischer Begriff ist. Man verlangt Transparenz hier und dort und dann plötzlich schafft man etwas mehr Transparenz und dann schreien wieder einige und sagen, ja genau, das wollte ich aber jetzt nicht, dass das entsprechend deutlich und kundgemacht wird. Und das ist sicherlich eine Gratwanderung, aber ich habe das Gefühl, dass viele Firmen, gerade US-Firmen, ihren Nutzern besser erklären müssen, auch welchen Mehrwert diese als Kunden durch die Nutzung haben. Das klingt jetzt furchtbar banal als ein Ansatz, aber bis vor kurzem hatte man den Anschein, dass viele Firmen gesagt haben, gut, das ist so viel Bequemlichkeit, was wir schaffen bei denen, die uns nutzen, wir haben einen gewissen Freifahrtschein, nahezu alles zu machen und dann erschrickt man irgendwann, dass eine Gegenreaktion in diesem Bereich aufkommt. Und einige Start-ups sehen das, nutzen das entsprechend und kämpfen um die nächste Nutzergeneration, die auch enttäuscht ist von einem nicht entsprechenden Outreach. Das war jetzt mal hochinteressant, warum Facebook beispielsweise so viel Geld für WhatsApp geboten hat. Also das, glaube ich, geht in meinen Augen sehr klar in diese Kategorie mit hinein. Sie werden sicherlich weiterhin gebeten werden, und ich meine, dass es auch wichtig ist, dass Sie so viele Daten wie möglich anonymisieren und dass man auch deutlich macht, dass man auch in irgendeiner Form deutlich macht, dass das geschieht. Man wird wahrscheinlich Ihnen immer wieder abfordern, den großen Firmen, und Sie haben da einige Schritte gemacht, und das sage ich nicht, weil ich heute gebeten wurde, hier bei Microsoft zu sprechen, aber dass man zumindest etwas leichter verständlichere Privacy-Disclaimers hat. Also da schaue ich jetzt mal auch auf die Rechtsexpertin hier im Hause, die gerade sehr charmant zurücklächelt. Ich habe selten charmant gelächelt, wenn ich gesagt habe, ich muss das jetzt durchlesen, was mir jetzt gesagt wird, ob ich jetzt zustimme, ja oder nein. Wenn ich jetzt in diesen Raum fragen würde, wer tatsächlich bei der Nutzung seiner entsprechenden Programme das auch mal durchgelesen hat. Ich bin mir sicher, da schnellen alle Finger in die Höhe. Aber es ist etwas, was nicht zwingend so weit zu größerem Vertrauen beiträgt. Es ist natürlich schwierig, weil Sie müssen sich gegen alles schützen, all das ist klar. Aber vielleicht kann man hier noch eine bessere Form der Kommunikation und auch der Vertrauensbildung finden. Von Regierungsseite wird es in meinen Augen darum gehen, dass man es schafft, auch mit Blick Kommunikation in die Bevölkerung hinein, weniger ein Konfrontationsmodell zu schaffen zu den Vereinigten Staaten und zu den Firmen dort drüben als ein Kooperations- und ein Vertrauensmodell, dass man ja natürlich eine bessere Kontrolle der jeweiligen Dienste anstrebt, der Geheimdienste, sei es auf der amerikanischen Seite als auch auf unsere. Dieser hehre Wunsch von mir wird in den USA relativ wenig Leute jucken. Allerdings kann man hier auch mit einem guten Beispiel vorangehen. Ein dritter Aspekt ist das, was ich vorhin gesagt habe, Zuständigkeitschaos. Wir brauchen zwingend eine Zuständigkeitsbündelung. Und ob das nur ein Ombudsmann ist für diesen Bereich oder ob das später irgendwann mal ein Ministerium sein soll, das ist ihm, glaube ich, relativ egal. Aber es muss zusammenlaufen, vieles muss zusammenlaufen in einer Hand. Und eine Hand, die auch in der Lage ist, die hohe Komplexität dieses Themenkreises dann auch in die Bevölkerung hinein zu vermitteln. Das ist jetzt keine Bewerbungsrede von meiner Seite. Ich habe nicht vor, für ein solches Amt hierher zurückzukehren, sondern ich glaube nur, dass es tatsächlich nötig ist. Es ist übrigens auch in den USA notwendig. Und es ist, glaube ich, wäre zwingend geboten, einen Kommissar in Brüssel zu haben, der sich ganz wesentlich mit den Schnittmengen dieser Themenkomplexe auseinandersetzt. Und zuletzt wird es eine transatlantische Initiative, die nach meiner Überzeugung durchaus von Deutschland ausgehen könnte. Und wir haben ein wenig recherchiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass bisher keine einzige Regierung gefunden, die bislang eine Initiative gestartet hätte,
Die Frage Freiheit, Privacy, Sicherheit unter Rechtsstaatsgesichtspunkten gemeinsam mit Verantwortungsträgern aus der Politik und aus der Wirtschaft angegangen werde, und zwar mit dem Ziel, einfach das Ganze einer Reform zuzuführen und auch entsprechende Standards zu entwickeln und von dieser Standardentwicklung dann letztlich weiterzugehen. Ich glaube, dass Deutschland vor dem Hintergrund seiner momentanen Rolle in Europa, auch angesichts der Schwäche vieler anderer europäischen Mitgliedstaaten, hier durchaus eine führende Rolle spielen könnte, bei aller Zurückhaltung, was Verantwortungsübernahme anbelangt. Wir haben ja hier wieder eine sehr aktuelle Debatte, die mir irgendwie auch wie so ein Déjà-vu vorgekommen ist, wenn statt einer Kultur der Zurückhaltung, von der ich relativ wenig immer gehalten habe in den letzten Jahren, plötzlich wieder eine Kultur der Verantwortung gefordert wird. Ich halte das für richtig. Ich halte es auch für richtig, dass der Bundespräsident das macht und dass das auch andere entsprechend angehen. Und es zeigt sich nur, dass das ein schwerer und harter Prozess ist. Und es wird einem dann gleichzeitig aber nahezu schlecht, wenn man dann plötzlich hört, dass irgendein brandenburgischer Abgeordneter dann auch noch den Bundespräsidenten der, wie war das, widerwärtigen Hetzerei oder ähnlicher Dinge dann bezeichnet. Das zeigt schon Stilelemente. Ich glaube, war wahrscheinlich mal wieder so ein Block gewesen. Das ist da, da fallen ja bei vielen Menschen, fallen ja da die letzten Erziehungsmuster irgendwo dann den Berg herab. Aber es ist, ich glaube, er hat recht, er fordert das Richtige. Ich bin nicht immer mit allem einverstanden, was er sagt, aber in der Form hat er recht. So, diese Rolle kann Deutschland in dieser Frage durchaus übernehmen. Es geht hier nicht nur um Militäreinsätze oder Ähnliches. Und eine Rolle, die in meinen Augen auch eine relativ hohe Glaubwürdigkeit hatte, weil wir waren outspoken. Wir waren sehr deutlich gegenüber den USA, als es den großen Krach mit der NSA gab. Ich glaube, wir haben etwas zu weit gegriffen mit unseren Erwartungen, ein No-Spy-Abkommen schließen zu können und ähnliche Dinge. Das fällt vielleicht noch in den Bereich der Illusionen, die ich vorher genannt habe. Aber es ist tatsächlich eine Stimme gewesen, die in den USA auch durchaus wahrgenommen wurde. Und jetzt ist die Frage, wie man die Debatte führt gegen und mit einem Partner auf der anderen Seite des Atlantiks, für den erst noch mal Sicherheit über alles geht, wenn wir von der Regierung sprechen, die immer noch in dieser 9-11-Gedankenwelt als solches gefangen sind. Zielsetzung sollte sein, dass man eben sich nicht in eine Abgrenzung hineinbegibt, sondern dass man sagt, wir versuchen ein Modell zu entwickeln, das ein von einer deutschen Initiative ausgehen könnte, ein europäisches Modell wird von einem europäischen Modell in ein transatlantisches Modell hineinwächst. Es gibt hier einen guten Freund von mir und einen guten Denker, den Sie gerade hier in Berlin haben. Er heißt Ben Scott, arbeitet an der Stiftung Neue Verantwortung, war früher sowohl bei Condi Rice als auch bei Hillary Clinton der führende Berater für diese ganzen Internet-Tech-Fragen gekoppelt mit Außenpolitik. Eher erstaunlich, dass mal einer von den Republikanern dann auch übernommen wird zu einer demokratischen Administration. Ich glaube, der ist tatsächlich eine wandelnde Ausnahme in diesem Bereich, zeigt aber die Qualitäten, die er hat. Der ist jetzt hier nach Deutschland gekommen, um unter anderem diese Fragen zu bearbeiten, zu behandeln. Er erntet natürlich Misstrauen an jeder Ecke, weil ihn jeder für einen verkappten Spion hält, was er tatsächlich nicht ist. Und er hat ein Projekt vorgeschlagen, von dem ich sehr viel halte und das ich sehr gerne unterstütze. Er sagt eben, lass uns doch, um ein solches deutsches, europäisches Modell zu schaffen, lass uns auf unserer Seite zunächst einmal natürlich politische Verantwortungsträger zusammenkommen, klare politische Antwort auf die NSA-Vorhalte, ja, aber auch mit der Zielsetzung, dass man Geheimdienstpraktiken wieder mit demokratischen Werten und Menschenrechten verbinden kann. Das klingt alles furchtbar romantisch, aber diese koppelt dann mit Akademikern, damit scheide ich schon aus, mit Unternehmern, mit NGOs, die man gerne in der Politik so ein bisschen außen vor hält, wenn es um solche Ansätze geht, mit Experten, die sowohl technische Analysen geben können, als auch einen Rechtsrahmen setzen können, als auch natürlich eine entsprechende Implementierungsrichtlinie letztlich beschreiben können von neuen Standards, die entwickelt werden sollen. Es wird Menschen geben müssen, die sich beteiligen, die in der Lage sind, eine Medienstrategie zu entwerfen, weil auch nicht alles, was in diesem Lande über dieses Thema geschrieben wird, zwangsläufig klug ist, um es mal milde auszudrücken, gilt auch für die andere Seite des Atlantiks. Und letztlich das dann zu verbinden, und da spielen dann auch die Unternehmen eine große Rolle, mit einem Kommunikations- und auch einem Bildungsauftrag in die Bevölkerung hinein. Ein solches Netzwerk, das an einer solchen Strategie arbeitet, wird sich dann verbinden müssen mit
Gruppen, die ähnlich denken, und die gibt es in den USA. Die sind nicht nur im NGO-Bereich, sondern die gibt es. Von mir aus in Brasilien, in Großbritannien, auch kein leichter Partner in diesem Bereich. Und mit anderen Nationen, die an einer Reform interessiert sind. Und zwar einer nachhaltigen Reform, die dann letztlich auch diesen Namen verdient. Und das wäre ein Weg, der in meinen Augen weg von diesem typischen Reflex der Beschuldigungen über den Atlantik läuft, wo man, ich glaube, mehr Aufmerksamkeit in den USA erzielen wird, als dass man immer wieder nur in die gleichen Reflexe verfällt. Die letzten 2 Jahre eine Administration nutzt, die verzweifelt damit kämpft, auch nur irgendetwas im Geschichtsbuch übrig zu lassen, außer einer relativ verkorksten Gesundheitsreform, die man da derzeit betrachten kann, und entsprechender Abzugsbemühungen, die ihnen momentan auch um die Ohren fliegen, Stichwort Irak. Ich glaube, dass man damit tatsächlich konstruktive Brücken schlagen könnte. Es wäre etwas, wo Deutschland Handschrift hinterlassen könnte, und es wäre wünschenswert, wenn es von hier ausgeht. So, das waren jetzt insgesamt tatsächlich 12 Punkte, lange 12 Punkte, wahrscheinlich viel zu lange gequasselt. Ja, das habe ich. Das liegt daran, dass ich 3 Jahre keine Erfahrung mehr habe mit öffentlichen Reden, meine Damen und Herren. Und es war trotzdem der Versuch, einen Debattenbeitrag zu leisten zu einem Thema, das uns in seiner gesamten Komplexität die nächsten Jahre begleiten wird, egal auf welcher Seite wir uns des Atlantiks befinden. Und ich bin dankbar, dass ich das heute hier einmal versuchen konnte. Werde mich immer wieder auch mal zu dieser Thematik äußern, ob nun hier oder andernorts, und danke, dass ich die Möglichkeit hatte, das hier und heute zu tun. Herzlichen Dank, und ich freue mich auf die Diskussion. Danke sehr.